Mahlzeit Leute, willkommen zurück zu Strategic Command. Und was soll ich sagen, gleich zu Beginn erstmal, ich bin froh, dass ich mich dazu entschieden habe, jetzt mittlerweile die Folge so aufzubauen, dass wir mit dem KI-Zug beginnen und dann den eigenen nächsten Zug planen. Das heißt, wir schauen uns den KI-Zug vom 15. August erstmal noch an. Bin froh, dass ich das beim letzten Mal nicht abgeschossen habe, denn wir haben schon wieder was vergessen. Und zwar haben wir dieses Mal vergessen, dass wir hier noch jede Menge, oder was heißt jede Menge, aber einige MPP-Punkte auf unseren Konten haben, der jeweiligen Nation, und wir daher noch was einkaufen oder in Forschung stecken können. Und ich entscheide mich zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich, in Forschung. Wir gucken mal so eine Abteilung. Eine Abteilung kostet 75 MPP, ein Core 225. Da fehlen uns jetzt gerade mal 16. Dann könnten wir ein Core aufstellen. Aber auf österreichisch-ungarischer Seite sieht es so aus. Auch 75, also die gleichen Kosten. Allerdings, das ist wichtig, das muss man im Hinterkopf behalten. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben hier ja wie hieß der Ort hier, östlich der galizischen Ölfelder, haben wir ein Core verloren, und zwar das 11. Core. Und wenn ein Core komplett, oder eine, egal ob Core oder Abteilung, komplett aufgerieben wird, dann kann man dieses Core zu reduzierten Kosten neu aufstellen. Und deswegen seht ihr hier, dass quasi die Neuaufstellung des 11. Cores kostet uns oder würde uns 135 MPP kosten, während eine komplette Neuaufstellung 225 kostet. Das ist schon ein extremer Unterschied und sollten wir im Hinterkopf behalten. Ich würde allerdings vorschlagen, wenn jetzt keine weiteren Verluste dazu kommen, am Ende des oder jetzt zu Beginn des Zugs, werden wir in der nächsten Runde dieses Core wieder aufstellen und jetzt die erste Runde tatsächlich nutzen, um Forschung voranzutreiben. Gucken wir uns, wir fangen bei den Deutschen an, wir haben 209 Punkte. Ich möchte also nur mal zur Erklärung, ihr seht hier diese Zahlen. Die erste Zahl ist quasi der Stand, den man hat, also die Nation in diesem Forschungspunkt hat. Und die Zahl in Klammer ist die Maximalanzahl, die man erreichen kann. Das Ganze kriegen wir hier auch nochmal in einer kleinen Tabelle und dann seht ihr schon, dass die einzige Nation, die hier bereits irgendwelche Forschungsfortschritte hat, zu Beginn des Krieges die deutsche Seite ist. Österreich-Ungarn und die Osmanen überall noch null. Okay, hier sehen wir die Punkte, in denen aktuell geforscht wird. Also wir forschen Artilleriewaffen, wir forschen Luftschiffentwicklung und wir forschen Industrietechnologie. Und wir sehen dann auch, wenn wir drüber gehen, den Prozentfortschritt. Ich werde jetzt in Infanteriewaffen investieren und ich werde in Grabenkriegsführung investieren und die restlichen 34, die sparen wir uns auf und wechseln zu Österreich-Ungarn. Dort haben wir 149 und dort möchte ich auch die Infanteriewaffen verbessern. Und dann, ja, gucken wir mal. Also wie gesagt, als nächstes vielleicht das Korps aufstellen oder das Korps wieder aufstellen und dann wahrscheinlich auch bei der Infanteriekriegsführung mal hier noch einen draufpacken. Da haben die Deutschen ja, da haben wir schon zwei, genau. Ihr seht hier unten auch die Vorteile, ne? Also wenn man hier drüber geht, Infanteriekriegsführung, diese Kategorie stellt Investitionen in Ausbildung, taktische Innovationen und Doktrinverbesserungen dar. Jede neue Stufe erhöht die Einheitenmoral von allen Infanterie- und Kavallerieeinheiten außer Partisanen um 10%. Da haben die Deutschen also schon einen 20% Vorteil gegenüber Österreich-Ungarn. Die Forschungsstände unserer Feinde sehen wir selbstverständlich nicht. Was wir allerdings gucken können, und das finde ich eigentlich ganz interessant, das können wir uns gleich mal anschauen vielleicht. Hier sehen wir so Berichte. Ja, da muss ich ehrlich sagen, finde ich so ein bisschen semi-ideal gelöst. Vor allen Dingen hier, also ja, schaut euch mal diese Farben an. Italien, Serbien, Russland, USA. Wunderschön. Vier verschiedene Grüntöne und dann, ja, dann muss man von hier gucken, welcher Grünton ist jetzt das?
Also das ist nicht so schön gelöst. Man könnte zumindest, wenn man hier dann mit der Maus drüber fährt, könnte man anstatt diese 42 oder vielleicht zusätzlich zu der 42 auch nochmal die Nation nennen. Okay, man kann sich natürlich hier ein bisschen herleiten, dass der große Balken Russland sein muss und so weiter. Und man auch an der Reihenfolge, natürlich haben wir hier eine Reihenfolge. Aber trotzdem, das sind so Kleinigkeiten, wo ich sagen muss, da hätte man ein bisschen was Schöneres hinbekommen können. Aber was ich eigentlich wollte ich euch was anderes zeigen. In die Verluste gucken wir mal noch kurz rein, in die detaillierten Verluste. Dann sehen wir, ein französisches Korps haben wir besiegt, ein französisches Schlachtschiff haben wir besiegt, eine serbische Abteilung, ein russisches Korps, ein russisches Kavalleriekorps und eine russische Seemine, während auf deutscher Seite noch nichts verloren wurde und bei den Österreich-Ungarn ein Korps und ebenfalls eine Seemine. Aber jetzt, warum ich hier eigentlich rein wollte. Diagramme. Und dann können wir uns hier das Thema Forschung und Diplomatie anschauen. Und dann sieht man, oder kann man hier sehen, wenn ich, ja, wie viel der Feind jeweils investiert hat. Und dann seht ihr hier, die Briten nichts und die Franzosen 175 Punkte in Forschung. Das heißt, da geht auf jeden Fall schon was. Die Russen 200 Punkte in Forschung. Ja, also da lief einiges rein und da kann man dann auch immer, das ist dann immer zumindest mal so ein Anhaltspunkt. Man könnte jetzt mutmaßen, ne, 175, dass das höchstwahrscheinlich, haben wir irgendwas, was 175 kostet? Nee, haben wir gar nicht. Also wahrscheinlich irgendeinen Punkt mit 100 plus einen für 75. Jetzt so mal als Grundidee. Okay. Dann haben wir jetzt aber tatsächlich alles gemacht und wir starten in den KI-Zug des 15. Augusts. Eine weitere Entscheidung. Baron Konrad von Wangenheim, unser Botschafter im Osmanischen Reich, berichtet aus Konstantinopel, dass die osmanische Armee noch nicht kriegsbereit ist und große Summen dafür ausgegeben werden müssten, um sie auf ein akzeptables Niveau zu bringen. Die Verbesserung der osmanischen Armee würde 200 Militärproduktionspunkte kosten und verteilt sich auf 4 Runden je 50. Ehrlich gesagt, ist das brutal viel und also für das hier. Und das tut mir echt ein bisschen weh, weil ich auch die Erfahrung mit den Osmanen gemacht habe. Tja, also selbst mit dieser Unterstützung des Deutschen Reiches sind die nicht wirklich kriegsbereit, auch danach nicht. Also im Gegenzug wären die Osmanen in der Lage, Liman von Sanders die logistische Unterstützung zu bieten, die er benötigt, um in die Schlacht zu ziehen. Also wir würden hier eine HQ-Einheit und ich könnte eventuell sein, dass noch ein Korps oder so dazu kommt. Ja, aber der entscheidende Punkt liegt letztendlich hier. Durch dieses Jahr bekommen wir auch oder tendiert das Osmanische Reich 15 bis 20% stärker zu den Mittelmächten. Darüber hinaus würde die Entscheidung dazu führen, dass Liman von Sanders am 1. September 1914 in Konstantinopel als osmanisches Hauptquartier eingesetzt wird. Also ich denke, so weh es mir tut, wir werden auch das bezahlen, nicht wegen Liman Sanders, sondern wegen den paar Prozentpunkten, oder ja, paar Prozent, 15 bis 20 Prozentpunkte, die die Osmanen dann in unsere Richtung tendieren. Ehrlich gesagt, halte ich von der Unterstützung, oder bisher war zumindest meine Erfahrung, dass das nicht besonders ist. Was sie tun, ist, sie werden ein paar russische Einheiten an ihrer Front binden und ja, das war's dann aber auch. So, Konrad von Hötzendorf für Österreich-Ungarn. Das oberste Nationalkomitee Polens bietet uns seine Dienste im Kampf gegen Russland an und Joseph Piszulski schlägt vor, eine polnische Legion für den Dienst in unserer Armee auszuheben. Angesichts der hohen Anzahl an potenziellen polnischen Freiwilligen könnten sie einen Truppenverband mit halber Stärke bilden, der Anfang September 14 in Kosice stationiert werden würde. Also das heißt, halbe Stärke, eine Fünfereinheit, ein Fünferkorps. Aber ich denke, für 30 Militärpunkte, für 2 Runden, also insgesamt 60 Punkte, so eine Einheit auszuheben, das ist in Ordnung. Das werden wir tun. So, die Osmanen sind über die Ankunft der Göben in Konstantinopel erfreut. Wunderbar. Französische Mobilmachung geht weiter.
Die russische leider auch. Ja, sibirische und turkestanische Einheiten treffen in Moskau ein. Die deutsche Mobilmachung geht selbstverständlich auch weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf weitere Korps, sechs weitere Korps im Ruhrpott ausgehoben. Wunderbar. Österreichisch-ungarische Mobilmachung geht weiter. Eins, zwei, das war's. Das sind jetzt schon wieder Russen. Und dann haben wir hier den Überblick. Minus 37 gehen an Österreich-Ungarn, minus 50 für Hindenburg, nochmal minus 50 für die osmanische Armee. Bleiben dann am Ende leider nur 307 stehen. Auch hier noch die Hilfe für die Flüchtenden aus Galizien, die Bildung für Pisulskis polnische Legion. Bleiben 194 bei den Ungarn. Und das sollte jetzt aber mit dem, was noch stand, auf jeden Fall reichen, um dieses verlorene Korps wieder auszuheben. Ich bin jetzt gespannt, ob weitere Verluste dazukommen. Ja, die Serben haben Belgrad wieder auf 100 verstärkt. Hier kommt ein Zerstörer. Noch ein Zerstörer. Jawohl. 1 zu 0 und ein Kreuzer, der hier voll reinfährt auf den Treadnought. Sehr schön. Und der kann sich auch definitiv nicht mehr bewegen. Der kann nicht mehr fliehen. Das ist schön. Da werden wir auf jeden Fall jetzt die ersten oder zumindest ein russisches Schiff versenken. Die Franzosen. Ja, er zieht den Fünfer zurück. Schade. Konnten wir jetzt oder können wir jetzt dann auch nicht mehr nachsetzen, um hier zu vernichten. Die eine, ihr habt es vielleicht kurz gesehen, geht relativ zügig, konnte nur noch auf zwei verstärkt werden. Und da hat es zweimal bei deutschen Seeminen gekracht. Das war die Deutsche Bucht. Leider haben wir keine Einheiten in der Nähe, um das genau zu sehen. Au, 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 au. Das wird eng hier für die Truppe. Au, nur noch zwei. Kann er hier nochmal, wenn er hier noch einmal tauschen kann und nochmal angreifen kann, dann verlieren wir ein Korps. Hier wird es auch kritisch. Fünf. Ja, hier kommt nämlich noch einiges nach. Vier. Oh Mann. Ja, das werden wir hier. Hier werden wir ein Korps verlieren. Ja, da ist es weg. Gumbinnen. Ja, und auch dieses Korps hier, der Ungarn, wird nicht überleben. Und das war sogar, hat sogar gerade richtig schlecht gekämpft. Ja, zweimal keinen eigenen Schaden verursacht. Das war schwach. Allerdings muss ich sagen, wenn er sich hier drauf konzentriert und die Ölfelder halten, ist es ganz gut. Jetzt haben wir allerdings dieses Gumbinnen verloren. Das wird nicht gut sein. Es gibt, glaube ich, auch ein bisschen einen Abzug für die nationale Moral. Und ihr seht es schon, also trotz aller Verstärkungen, die wir jetzt hier in den Osten geschickt haben, sieht es ziemlich hart aus. Also die ersten Wochen und Monate bis zum Winter werden hier an der Ostfront schon heftig werden. Ich glaube nicht, dass wir, ja, dass wir im Jahr 1914 noch groß in eine Gegenoffensive kommen. Also das müssen wir zuerst mal die Wucht der russischen Truppen abfedern. So, französische Mobilmachung geht weiter. Die russische Mobilmachung leider auch. Und wir kriegen hier noch ein paar Truppen in den Schwarzwald gesetzt. Und unser U-Boot auf der Konvoilinie Frankreich-Serbien hat Erfolge erzielt. Wunderbar. Ja, also beide Kriegsparteien auf Seite der Mittelmächte mit einem verlustigen Korps, das siebte und das zehnte. U5 hat hier diesen Konvoi gestört, 7 MPP gingen verloren. Okay, die Seeblockade der Entente gegen das Deutsche Reich. Der Feind könnte eine Seeblockade starten, um neutrale Schiffe daran zu hindern, unsere Küste mit Gütern anzulaufen. Wenn wir die feindlichen Flotten, die solch eine Blockade durchsetzen wollen, nicht angreifen, wird unser Volk Hunger leiden und die Moral der Menschen wird darunter leiden. Es gibt zwei Gebiete, in denen der Feind seine Schiffe zu diesem Zweck platzieren kann. Die größte Wirkung kann zwischen Scapa Flow und Norwegen erzielt werden. Auch zwischen Schottland und Island kann eine Blockade versucht werden, was allerdings weniger problematisch für uns wäre.
da es dort für unsere Handelsschiffe einfacher wäre, durch das Netz der feindlichen Patrouillenschiffe zu schlüpfen. Hinweis, es ist nicht empfehlenswert, unsererseits Seeminen auf eigene Seeeinheiten oder eigene Seeeinheiten in diesen Gebieten zu platzieren, denn damit würden wir unsere Handelsschiffe selbst behindern und so unsere nationale Moral senken. Okay, trotzdem, also ihr seht hier, das ist diese Linie, Seeblockade und auch eben hier drüben, die etwas ineffizientere. Aber ja, wir werden da nichts dagegen unternehmen, wir können dagegen eigentlich auch nichts unternehmen. Es ist schwachsinnig, gegen die Hochseeflotte oder mit der Hochseeflotte hier gegen die Briten anzukämpfen. Die sind zwar noch nicht drin, klar, momentan sind es nur die Franzosen, aber wir schauen mal rein. Die Briten sind jetzt auch schon auf 81%. Also das ist eine Frage der Zeit, bis die Briten hier mit reinkommen. Und dann ist, ja, dann ist die Nordsee und der Atlantik für unsere Schiffe Todeszone. Einzig und allein unsere U-Boot-Flotte, die kann weiter agieren. Ich werde die jetzt noch nicht weiter rausziehen, um keine unnötige Provokation zu erzeugen. Wie gesagt, ich bin mir hier nicht sicher, ob ich mit Schleichfahrt Provokation erzeugen würde, aber ich lasse es einfach. Sicher ist sicher. So, wir gehen an die Westfront. Hier wurde nichts reingezogen. Das ist jetzt die Frage, ob wir uns diesen Geländegewinn holen wollen. Andererseits, naja, bitteschön, was soll uns das hier bringen? Das ist eine Ebene. Wenn wir uns hier reinsetzen, können wir von drei Seiten angegriffen werden. Nein. Also das ist irgendwie Todeszone. Und da hätte ich ehrlich gesagt nichts dagegen. Wenn der Franzose hier reingeht, dann können wir wiederum von drei Seiten angreifen. Denn ihr werdet sehen, das hier wird ein echter, das wird ein Abnutzungskampf. So, zwei stehen noch. Er konnte nichts mehr nachziehen. Das ist wunderbar. Das heißt, wir bekommen diese Einheit hier raus. Er hat sich jetzt hier in den Vogesen verschanzt. Wir tauschen hier mal aus. Bam, bam, bam. Ja, was haben wir hier? Das 19. Sächsische Korps. Lassen wir hier mal angreifen, würde ich sagen. Ah, 1:7, das ist schlecht. Und wir müssen hier stehen bleiben. Oh, das ist nicht gut. Können wir hier mit der... Tja, das ist für mich momentan irgendwie auch noch recht schwer ersichtlich, was ich hier jetzt wirklich erreicht habe. Wir hatten auch nur ein Geschoss, das heißt, ich konnte es nur einmal schießen. Ich glaube, minimal an der Moral und an der Bereitschaft tut sich da was. Also so einen richtig großen Effekt hat das nicht. Vielleicht, ja, obwohl, keine Ahnung, ob das jetzt dazu beigetragen hat. 2:4 sieht gut aus, wir werden hier reinschlagen. Waren dann doch nur 3:1. Wir tauschen mit dem hier aus. 1:4. Jawohl. Da sind sie weg. Okay, das nächste französische Korps hat es erwischt. Sehr gut. Können wir hier was machen? Ah, das bringt eigentlich nichts. Vor allen Dingen, da schwächen wir uns nur selbst. Und können dann in der Runde nicht mehr viel machen. Wir verstärken hier wieder maximal. Was wichtig ist zu wissen, also das Verstärken ist natürlich schön, wenn man hier wieder auffüllen kann. Diese Punkte hier sind als Kampferfahrung letztendlich. Also das bringt ihnen dann Kampfboni, je aufgefüllter eben diese Zeichen sind. Und natürlich ist es so, wenn ich hier wieder Frischlinge reinhole und das Ganze auffülle, dann geht diese Kampferfahrung verloren. Das heißt, ich habe jetzt zwar aus den zwei wieder 10 gemacht Stärke, aber dafür ist sie halt wieder unerfahren. Ne? Das ist immer so ein bisschen die Krux bei der Sache. Hier können wir nichts auffüllen. Die Kampflinie steht. Wegen mir kann er hier gern wieder reinziehen. Wir selbst in die Vogesen ziehen macht für mich, glaube ich, keinen Sinn. Weil auch da werden wir über drei Felder angreifbar. Wir könnten jetzt hier reinziehen. Kostet uns allerdings die vollen 4. Und wir könnten uns dort nicht mehr verschanzen. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Wir lassen das so, wie es ist.
Wir bringen mal die hier ran, ziehen die da rein und wir kriegen sie sogar noch eins weiter. Jawohl. Gut, das heißt, wir haben hier zumindest wieder eine 10er Front stehen, können die hier verstärken. Wir behalten sogar ihren einen. Und die können wir erst in der nächsten Runde wieder verstärken, genauso wie die. Hier ist die Schwachstelle. Um die mache ich mir jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen Sorgen. Und ich kann die halt eben nicht mehr rausziehen. Ihr seht dieses No-AP. Da geht nichts mehr. Und das ist gefährlich. Also das sächsische Korps läuft hier Gefahr, aufgerieben zu werden. Und dann haben wir hier den weitere Verstärkung. Eins, zwei, drei. Ich würde fast sagen, wir ziehen drei weitere. Achso, na, hätte ich sie direkt. Ne, die standen noch nicht auf der. Drei weitere Korps ziehen wir in den Osten. Ich überspanne die ganze Nummer nicht mit dem Abmarsch in den Osten. Ich hoffe, wir können hier halten. Gut, dann. Wie gesagt, das U-Boot bleibt stehen. Hier die beiden Seeminen sind weg. Jetzt ist die Frage, ehrlich gesagt, komm. Wir haben ja noch keinen Krieg mit den Briten. Das heißt, es sind französische Schiffe. Ich will hier mal reinschauen, wenn hier tatsächlich beide Minen kaputt gegangen sind. Genau, dann sieht auch das Schiff entsprechend kaputt aus. Hier ist ein Zweier-Zerstörer. Den würde ich gerne kaputt machen. Pre-Dreadnought, das ist die Braunschweig, ein Linienschiff. Zack. Und da ist er weg. Und ihr habt es gesehen, minus 175 nationale Moral. Können wir wieder. Ich weiß nicht, ob die. Werden die nachproduziert, diese Seeminen? Ich habe. Da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht aus. Naja, gut. Dann ziehen wir die Marine jetzt durch. Und kümmern uns hier mal um die russische Marine. Und zwar, was haben wir hier? Die Aurora, ein leichter Kreuzer, die Vidny, ein Zerstörer und die Novik. Die müssten wir doch jetzt eigentlich alle drei bekommen, oder? Die Moltke. Jawohl. Minus 5, minus 2. Die Rheinland. Bumm. Das war's dann mit der Aurora. Wir verlieren noch einen Punkt. 4 zu 1. Wir ziehen uns zurück. Na, okay. Ein Zerstörer ran hier. Und die Novik versenkt. Wunderbar. Auch wieder selbst. Wo gehen wir hin? Gehen wir da hin. Ne, mit einem U-Boot gegen den Zerstörer ist eben nicht so gut. Oh, ah, der hat sich schon bewegt. Ne, da müssen wir ihn wegziehen. Hier, die Helgoland. 1 zu 6. Oh, 7 sogar. Ja, dann Kaiser Wilhelm. Ach ne, die hat auch schon gekämpft. Das finde ich teilweise etwas unübersichtlich. Also, beziehungsweise nicht wirklich transparent, mit was ich schon benutzt habe. Die Deutschland. Bumm, Whitney weg. Nächste Versenkung. Hervorragend. Also das funktioniert hier in der Ostsee. Jetzt ziehen wir hier, glaube ich, mal noch ein U-Boot rein in den finnischen Meerbusen, denn hier ist mit Sicherheit noch mehr russische Marine unterwegs. Wir gucken mal. Sehen wir das hier? Berichte. Seeeinheiten. Das sind die Russen. 6 Schiffe haben sie noch. Ich bin hier auch nicht ganz sicher, ob die Angaben stimmen oder ob das jetzt aus meiner Sicht Vermutungen sind, was der Feind hat, oder ob wir wirklich den kompletten Überblick hier von Anfang an haben über die genaue Feindstärke. Das weiß ich nicht genau. Wenn man dem trauen kann, haben sie noch 6 Schiffe und wir sehen, was sie schon verloren haben. Einen leichten Kreuzer, 2 Zerstörer. Ja, 3 Schiffe waren es jetzt insgesamt. Auf französischer Seite 2. Okay, den Rest lasse ich so stehen, beziehungsweise wir ziehen hier mal so ein bisschen nach und dann geht es hier im Osten weiter.
Ja, Gumbinien ist gefallen. Können wir das zurückerobern? Das ist die Frage. Ist es das wert? Hier oben ist bisher nichts zu sehen von Feinden. Deswegen, ich würde sagen, wir ziehen mal hier hin mit dem 8. Korps. Greifen hier an, nehmen 3 weg, 3 zu 3. Nochmal 3 weg und verlieren selbst nur 1. Okay, dann und den machen wir von da unten. Jawohl, und verlieren selbst nichts und ziehen jetzt. Bam, 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 bam. Tja, das ist halt nur eine Achter, das erste Korps, aber wir gehen rein. Und erobern hier zurück. Und die Kavallerie ziehen wir nach Tilsit. Hier können wir mal verstärken. Den Memel-Landsturmabteilung. Die Memel-Landsturmabteilung. So, was machen wir hier? Da konnte er leider alle angenockten Einheiten zurückziehen. Sind natürlich schon hier interessante Ziele, ne? Warschau, also auch MPP-mäßig und so. 1-3. Können hier noch Einheiten ranziehen. Ja, ich glaube, wir eröffnen hier die Kämpfe. Wir nehmen mal den Flieger. Auch da blicke ich noch nicht hundertprozentig durch. Wir achten mal drauf. Wir schauen uns das mal an. Bereitschaft 57, Moral 64. Also 57, 64. Und haben jetzt. Ja, jeweils 1%, 56, 63. Also das ist, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ob das irgendwie, ob es noch weitere. Da müsste ich echt mal in die Anleitung reinschauen. Also jetzt auch bei dem Angriffswert hat sich hier, glaube ich, nichts verändert. Wir schlagen mal zu. 3, 1. Nochmal. 3-2 können wir hier austauschen. Können wir. Schlagen nochmal zu, auch wenn das jetzt. Das ist jetzt wieder nur eine Abteilung halt, ne? Komm, jetzt vernichten wir sie. Jetzt schlägt das zweite Korps in den Rücken. Jawohl, und selbst keine Verluste. Wunderbar. Wunderbar. Hier kommt er. Ah ja. Ja, es hat funktioniert. Hindenburg hat sich jetzt hier die Kontrolle über einen Teil dieser Einheiten gekrallt. Wunderbar. Und wir werden ihn weiter hier rüber marschieren lassen. I8. Können wir da hinten gebrauchen? Obwohl, naja, das ist gefährlich. Die könnten hier ausbrechen, ne? Hier ist auch Kavallerie am Start. Wir bringen die mal dahin und verschanzen. Wir können hier leider, oder? Oh, ich würde hier reinkommen. Die Frage ist, möchte ich das? Was hat er hier stehen? Er hat hier Einheiten. Er könnte mit den Einheiten hier natürlich dann schon draufschlagen gegen diese Neuner-Truppe. Die Verschanzung ist nach hinten offen. Also zumindest von hier könnte er frei zuschlagen. Aber es ist ein Wald. Also wir bekommen hier auch einen Verteidigungsbonus. Wir gehen rein. Wir gehen hier rein und dann. Und dann würde ich sagen, müssen wir aber gleichzeitig hier vorrücken.
von Südwesten zuschlagen, damit er hier nicht mit mehreren Einheiten angreift und dann hier austauscht. Dann müssen wir hier gleichzeitig Druck auf Lodge machen, sonst funktioniert das wahrscheinlich nicht. Also, wir gehen mal hier hin und fallen ihn in den Rücken fast schon. Und ziehen uns dann aber auch wieder eins zurück. Und dasselbe machen wir mit der Kavallerie. Ja, das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Auch die ziehen wir hier in den Wald zurück und dann nehmen wir noch diese. Ah, ja, diese Abteilung nehmen wir auch noch. Sehr schön. Jetzt ist die Frage: Können wir mit den Österreich-Ungarn hier? Ich glaube ja. Zwei. Jawohl. Und Lodge ist gefallen. Und das nehmen wir uns gleich. Bringt 10 Militärproduktionspunkte. Nehmen wir ein. Damit. Ja, damit haben wir hier in Polen auf jeden Fall schon mal eine ganz angenehme Situation. Die Jungs setzen wir hier in den. In diesen Schützengraben. Und von Bülow darf hier erste Erfolge auf sein Konto verbuchen. Okay, dann der wahrscheinlich oder zumindest momentan kritischste Frontabschnitt. Die hier sind noch nicht verstärkt. Tenopil ist. Da konnte er die Gräben noch nicht umbauen. Das heißt, eigentlich ist Tenopil aus dieser Richtung gut angreifbar. Aber, na dann doch lieber den hier, ne? Wir nehmen den hier. Wir gucken, dass wir den hier rauskriegen. Wir nehmen diese Truppen von hier. Oh, 5. 5 zu 2. Sehr schön. Ziehen wir wieder zurück. Zerschlagen. Jawohl, ohne Verlust. Sehr, sehr gut. Jetzt bin ich echt am Überlegen, ob wir es. Sollen wir es noch wagen hier gegen Tenopil? Wo zu 2. Wir werden auf. Jetzt lass uns erstmal hier oben zuschlagen. Vielleicht kriegen wir diesen Siebener hier noch raus. 3-1. Ah, leider nur 2-1. Dann ziehen wir den hier nach. Tauschen die Position, schlagen nochmal mit 10 zu. Jetzt können wir ihn nicht mehr tauschen. Den Kamerad, die müssen hier diese Flanke halten. Den lassen wir, glaube ich. Oh, wollen wir hier kämpfen? 2 zu 4 ist verlockend. Komm. Jawohl. Ja. Und 1 zu 4. Aber dann. Ha, ehrlich gesagt. Ja, doch, wir machen es und ziehen uns dann zurück. Ah, ich lasse ihm eins stehen. Ah, wir brauchen uns nicht zurückziehen. Wir haben keinen Stärkepunkt verloren. Dann bleiben. Ups. Das hätte blöd ausgehen können gerade. Was machen wir jetzt? Den hier töten wir noch. Bin hier unsicher. Wollen wir gegen Tenopil oder. Ich will es nicht übertreiben. Ich glaube, ich gebe mich hier erstmal zufrieden mit den Erfolgen, die wir jetzt hier hatten. Also mit der Vernichtung von diesen zwei feindlichen Korps. Und wir werden die Einheit hier erstmal wieder verstärken. Hier unten. Ja, die lassen wir sitzen. Passt alles. Der hier hat sich bewegt, der hat sich bewegt. Diese Einheit hätten wir hier noch. Wir gucken mal, was wir an. Ja, das ist mir zu wenig. Das machen wir nicht. Da gehen wir wieder raus. Passt soweit. Ist okay. Wir können mal mit dem Flieger hier drüber gehen, um vielleicht, dass wir auch noch sehen, was hier im Hinterland ist.
aktuell nichts weiter. 2 zu 3, aber das ist mir zu arg. Dann stehen wir hier vielleicht selbst auf 8 und am Ende kriegen wir vielleicht sogar 3 Verluste oder so. Und dann kann er hier oben, je nachdem, was er hier stehen hat, diese Linie hier darf nicht fallen. Das sind die Ölfelder. Okay, das war das. Kommt der letzte Abschnitt. Hier konnte er zum Glück nur 2 regenerieren. Dieses Chor werden wir ausschalten. Und damit fällt Valjevo. Auch das nehmen wir ein. Ziehen das HQ hier hinten dran nach. So, hier werden wir jetzt auf jeden Fall... hier werden wir wahrscheinlich selbst erstmal unsere Einheiten wieder auffüllen müssen. Ich werde so eine Mischung machen. Wir werden, glaube ich, mal mit 2 oder so angreifen, um ihm zumindest wieder ein paar Stärkepunkte zu nehmen. Dass er selbst wieder investieren muss. Oder? Wenn ich es schaffe. Komm, jetzt machen wir weiter. Ich kann mit dem noch und ich kann den noch nachziehen. Wir probieren es. Eventuell fällt Belgrad. Oh ja, das waren 3, ja. Das war ein dicker Schlag. Den 5er ziehen wir jetzt allerdings mal da nach hinten raus. Einen hat er noch. Den 7er hier ran und dieser 8er. Das dritte Korps der österreichisch-ungarischen Armee. Jawohl. Kämpft Belgrad frei und nimmt es direkt ein. Sehr schön. Guter Schlag gegen die Serben. Vielleicht kriegen wir es ja doch recht zügig hin hier unten auf dem Balkan. An dieser Stelle wollte ich eigentlich nur den ersten kurzen Quervergleich zwischen unserem Let's Play und den tatsächlichen historischen Ereignissen ziehen und euch zeigen, wann Belgrad denn tatsächlich gefallen ist. Ja, jetzt muss ich allerdings doch etwas weiter ausholen, denn ich muss einen großen Fehler meinerseits korrigieren. Ich habe in der ersten Folge des Let's Plays beschrieben, dass ich in meinem Warm-up-Spiel, das ich vor diesem Let's Play gemacht habe, die Serben erst im Mai 1915 besiegt habe und daraus dann die fatale Schlussfolgerung gezogen, dass die Serben im Spiel irgendwie zu stark dargestellt werden. So, das ist natürlich totaler Schwachsinn und ich möchte euch nun zeigen, welcher Fehler dieser Aussage oder meiner Aussage hier zugrunde lag. Der Fehler liegt nämlich im Detail. Es gibt nämlich einen sogenannten Serbienfeldzug der Mittelmächte und einen Serbienfeldzug 1914. Und ich hatte zunächst tatsächlich den Serbienfeldzug der Mittelmächte überflogen und für mich herausgelesen, dass Serbien innerhalb von 2 Monaten besiegt wurde. Belgrad fiel am 9. Oktober, Niš am 5. November. Allerdings sprechen wir hier vom Jahr 1915. Der Serbienfeldzug 1914, den wir hier natürlich eigentlich wollen oder vergleichen wollen, der ist erbärmlich gescheitert. Also die österreichisch-ungarische Armee konnte zwar nach 3 erfolglosen Offensiven im Dezember 1914 kurzzeitig Belgrad einnehmen, musste dieses aber unter schwersten Verlusten kurz darauf schon wieder räumen. Oberbefehlshaber der K&K-Truppen war zu diesem Zeitpunkt Feldzeugmeister Oskar Podjorek, hier im Bild zu sehen, und ihm kam wirklich eine tragische Rolle zuteil, denn er war letztendlich verantwortlich für die Niederlagen aller 3 großen Schlachten dieses Serbien- oder Serbienfeldzugs 1914, der Schlacht von Zer, der Schlacht an der Drina und der Schlacht an der Kolubara. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus, falls nicht, die Historiker unter euch, korrigiert mich gern. Von insgesamt 460.000 Mann unter seinem Kommando verlor er in diesen Gefechten ca. 200.000. Rund 30.000 Tote und 170.000 waren verwundet. Weitere 70.000 Mann gingen in serbische Kriegsgefangenschaft. Also da seht ihr schon an diesen Zahlen, dass das ein absolutes Desaster war. Doch das war nur der militärische Teil seiner tragischen Rolle. Wenn man ein paar Monate in der Geschichte zurückgeht, dann spielte Oskar Podjorek auch eine entscheidende Rolle beim Attentat von Sarajevo. Er war nämlich derjenige, welcher den Thronfolger zu den Manövern eingeladen hat. Und trotz größter Sicherheitsbedenken bestand er aus Sorge um das eigene Prestige, also wirklich nur wegen seines eigenen Egos, auf die weitere Durchführung dieser Manöver.
Und Podjorek saß im Übrigen auch selbst in der Limousine, als die tödlichen Schüsse auf Franz Ferdinand abgefeuert wurden, und der Attentäter erklärte später, dass der zweite Schuss eigentlich Podjorek galt. Am Ende dieses gescheiterten Feldzuges wurde er dann letztendlich am 1. Januar 1915 seines Postens enthoben und in den Ruhestand versetzt. Für uns wiederum heißt das, dass unsere erste Offensive in Serbien doch recht erfolgreich war. Und dann hoffen wir einfach mal, dass die Einnahme oder unsere Einnahme von Belgrad nicht auch nur von kurzer Dauer sein wird, so wie es dann historisch tatsächlich war. Wir sind auf jeden Fall deutlich früher dran. Wie gesagt, jetzt sind wir haben jetzt im August 1914 Belgrad eingenommen. Die Österreich-Ungarn haben das, wie gesagt, im Dezember erst geschafft und dort auch nur kurzzeitig. Ich denke, ja, so schlecht sieht unser Balkanfeldzug gar nicht aus. Okay, was machen wir hier? Die Mine liegt. Wir fahren mal dieses Schiff in den Hafen. Wie viel? Jetzt sind wir eigentlich an den Fronten durch. Ne? Wir sind mit allem durch. Jetzt schauen wir mal, wie wir unsere Punkte ausgeben. Noch zum Ende der Runde. Ich würde sagen, wir stellen auf jeden Fall jetzt mal dieses Korps wieder auf. Und zwar, ja, es sind ja mittlerweile schon zwei Korps, die sie verloren haben. Eins davon können wir aufstellen. Wir nehmen, ja, ist, glaube ich, ist ja egal, ne? Wir nehmen das 10. Und jetzt haben wir noch, ja? Ah, ich muss erst raus, dass das aktualisiert. So, dann gucken wir mal, ob wir hier diesen Viribus Unitis wieder verstärken können. Was das kostet? 18, ja. Und hier hinten vielleicht noch die Kaiser Karl der VI. Ja, für 37. Okay, und die restlichen 17, die heben wir uns auf. Dann gucken wir auf deutscher Seite. Nee, nicht Forschung, sondern neue Einheiten. Deutsche Seite, was haben wir verloren? Das 7. Korps, 135 stellen wir auf. Und das war's. Jetzt haben wir noch 87. Können wir da noch irgendwas in die Forschung stecken? Weiß nicht, ob wir Bomber entwickeln wollen. Ja, das geht gegen Ressourcen. Das ist wirklich Ressourcenbombardement. Jagdflugzeuge. Angriff und Verteidigung gegen Luft. Nee. Wenn dann Erdkampfwaffen. Das finde ich eigentlich gut. Zudem erhöht jede neue Stufe die Entschanzung um 0,5 und die Demoralisierung um 10%. Erdkampfwaffen, das gefällt mir. 80, 87 haben wir. Genau, dann geht sich das ziemlich genau auf. Wir entwickeln Erdkampfwaffen. Okay, liebe Leute, halt. Ich vergesse jedes Mal die Osmanen. Weiter geht's in Richtung russische Grenze. Und das war's. Gut, ich finde, ja, lässt sich bisher ganz, ganz gut an. Wir haben hier, ja, hier in der Ostfront natürlich den erwarteten Widerstand, der erwartete Ansturm der Russen. Aber die Ölfelder noch halten sie stand. Einziger Verlust ist bisher wirklich hier Ternopil. Alles andere, was wir verloren hatten, Gumbinnen zum Beispiel, haben wir direkt wieder zurückerobert. Und hier im polnischen Bereich machen wir sogar selbst schon Fortschritte und stehen, naja, jetzt nicht mehr so arg weit von Warschau entfernt. Mal gucken. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Bis dahin, Leute, haut rein. Tschö, tschö.